gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg. Ging das zu schnell? Mit Turbospeed ins Internet. Wir verbinden euch leistungsstark und stabil. Auch im Kombipaket mit Festnetz und HDTV. Jetzt zum Testsieger wechseln und 6 Monate gratis sichern. Auf pure.com. Die Lausitzwelle Regionalzeit vom Donnerstag. Neues und Interessantes aus Niederschlesien und dem Zittauer Gebirge. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Lausitzwelle Regionalzeit für Niederschlesien und das Zittauer Gebirge am Donnerstag. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Schauen wir jetzt nach Zittau. Hier konnte eine große Erweiterung des Kunststoffzentrums in Betrieb gehen. Mehr als 40 aktive Forscher sollen künftig hier an der Fertigung von Metall- und Kunststoffbauteilen arbeiten. Mehr dazu und weitere Meldungen jetzt. Das Fraunhofer Institut für Werkzeug-, Maschinen- und Umformtechnik, kurz IWO, hat den Erweiterungsbau für sein Zittauer Kunststoffzentrum in Betrieb genommen. Auf einer Fläche von 2000 Quadratmetern ist in den letzten Monaten ein Technikum mit hochmodernen Anlagen zur Fertigung von Metall- und Kunststoffbauteilen entstanden. Laut Institutsleiter Professor Sebastian Scholz kommen diese unter anderem in der Luftfahrt und beim Bau von Energieanlagen zum Einsatz. Das Kunststoffzentrum Oberlausitz besteht seit 2016. Bereits ab 2011 gab es eine kleine Projektgruppe. Bislang arbeiteten am Zittauer Kunststoffzentrum 20 Forscher. Künftig sollen es laut Sebastian Scholz bis zu 44 sein. Das Zentrum kooperiert eng mit der Hochschule Zittau-Görlitz. Die Stadt Niesky hält am Bau einer neuen und größeren Sporthalle fest. Einen entsprechenden Beschluss hat der Stadtrat auf seiner jüngsten Sitzung gefasst. Demnach soll anstelle der bisherigen sogenannten Rosenhalle eine Zwei-Feld-Sporthalle mit Zuschauertribüne gebaut werden. Die Kosten belaufen sich auf ca. 7 Millionen Euro. Eine Förderung in Höhe von 3 Millionen Euro hat der Bund bereits zugesagt. Laut Oberbürgermeisterin Katrin Uhlemann müssen jedoch noch weitere Fördermittel akquiriert werden. Zudem will die Stadt Niesky einen Kredit über 1,3 Millionen Euro aufnehmen. Am Freitag, den 11.11., besuchte der Vorsitzende der Fraktion Die Linke, Rico Gebhardt, und die Lausitzer Abgeordnete der Fraktion, Antonia Mertsching, die Domowina im Bautzner Haus der Sorben. Der Vorsitzende der Domowina, David Startnik, hat sich mit den Gästen zu einem zweistündigen Gespräch unter anderem den aktuellen Herausforderungen des Strukturwandels gewidmet. Im Mittelpunkt des Gedankenaustausches stand die Belebung der sorbischen Sprache im Alltag in verschiedenen Regionen der Lausitz. Besonders praktische Fragen der Vermittlung des Sorbischen an Bildungseinrichtungen standen im Mittelpunkt der Gespräche in Bautzen. Angesichts dessen, dass sich fast alle Ministerien der sächsischen Staatsregierung auch mit sorbischen Inhalten befassen, halten es die Gesprächsteilnehmer für überlegenswert, das sorbische Referat in der Staatskanzlei unterzubringen. Friedersdorf, ein Ortsteil von Merkersdorf im Landkreis Görlitz, ist Sieger im Dorfwettbewerb 2022 geworden. Beim 11. Sächsischen Landeswettbewerb Unser Dorf hat Zukunft zeichnete Staatsminister Thomas Schmidt bereits am vergangenen Freitag die 3 besten von insgesamt 59 Dörfern aus. Der Wettbewerb hebt die Leistungen von Dorfgemeinschaften hervor, die ihre Zukunft mit eigenen Ideen und viel Engagement selbst gestalten. Friedersdorf hat die Wettbewerbsjury durch ein sehr engagiertes und dynamisches Gemeinschaftsleben überzeugt. Ramenau im Landkreis Bautzen und Marbach aus dem Landkreis Mittelsachsen belegten die Plätze 2 und 3. Am 16. November öffnete in Görlitz ein weiterer zentraler Anlaufpunkt zur Versorgung der Bevölkerung mit Corona-Impfstoffen sowie verschiedenen Corona-Schnelltests. In den Räumen am Demiani-Platz in der Görlitzer Innenstadt werden von Samstag an täglich kostenfreie Antigen-Schnelltests, PCR- oder Antikörpertestungen sowie die Ausstellung von Impfzertifikaten angeboten. Hinzu kommen regelmäßige Impfangebote gegen das Coronavirus, natürlich mit der nötigen Beratung durch medizinisches Fachpersonal. Für Impfungen empfiehlt das Testzentrum eine vorherige Anmeldung per Telefon oder über die Internetseite.
Beamtisches Polizeirevier Weißwasser kontrollierten am Dienstag einen 16-jährigen Simson-Fahrer in Krauschwitz. Dem Polizisten fiel dabei eine veränderte Bremsanlage an dem Zweirad auf. Das führt zwangsläufig zum Erlöschen der Betriebserlaubnis des Mopeds sowie zur Untersagung der Weiterfahrt. Der junge Mann muss zudem mit einem Bußgeldverfahren rechnen. Die Stadt Löbau hat den Sächsischen Integrationspreis 2022 erhalten. Um die Auszeichnung beworben, hatte sich Löbau mit dem Projekt Arabisches Kaffeezelt. Dieses soll Menschen zusammenführen und die Begegnung untereinander erleichtern. Geleitet wird das Arabische Kaffeezelt von Menschen mit Migrationshintergrund. Dies zeige, dass besonders im ländlichen Raum Integration keine Einbahnstraße sei und niederschwellige Berührungsängste und Vorurteile abgebaut werden können, so die Begründung der Jury zur Preisvergabe. Dotiert ist der Preis mit 3.000 Euro und wurde jetzt im Rahmen einer Festveranstaltung im Sächsischen Landtag übergeben. Er soll ein sichtbares Zeichen der Anerkennung und große Wertschätzung für die täglich geleistete Integrationsarbeit in Städten und Gemeinden in Sachsen sein. Der Findlingspark Nochten will sich verstärkt an den Klimawandel anpassen. Im Oktober wurde dazu das Projekt Findlingspark Nochten auf dem Weg zur klimaangepasster und klimafreundlicher Landschaftsgestaltung auf den Weg gebracht. Das hat die Parkverwaltung jetzt mitgeteilt. Durch die immer wärmer werdenden Sommer- und Wetterereignisse wie Stürme und Starkregen entstehen auch im Findlingspark immer wieder Schäden. Als Parkanlage sei die Klimaanalyse zunächst positiv, trotzdem gäbe es Ansatzpunkte, so die Initiatoren. Der Park verbraucht viel Strom, hat aber auch viel Platz zu bieten. Mit einer Photovoltaikanlage soll so zumindest ein Teil davon selbst erzeugt werden, erklärt Anita Schwitaler, stellvertretende Geschäftsführerin. Erste Solarmodule sind bereits installiert. Ab März 2023 soll die Anlage dann 50% des benötigten Stroms produzieren. Ein Wasserspielplatz und Sitzgruppen mit Überdachung als sogenannte Abkühlungspunkte ergänzen das Klimakonzept. Die Projektkosten betragen rund 730.000 Euro, davon 90% Fördermittel des Bundes aus dem Programm Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel. Oberbürgermeister Octavian Urso sichert dem vom Wasserschaden betroffenen Gerhard Hauptmann Theater Unterstützung zu. Am 8. November war es durch einen Fehler im Brandmeldesystem des Görlitzer Theaters zur Auslösung der Sprühflutanlage auf der großen Bühne gekommen. Durch mehrere tausend Liter Wasser wurde der gesamte Bühnenbereich geflutet. Dabei wurden technische Anlagen und zahlreiche Kulissen zerstört. Das Wichtigste sei, so Oberbürgermeister Urso, dass das Theaterhaus möglichst schnell wieder bespielbar gemacht wird. Zunächst müssten aber noch die Ergebnisse der Gutachter und die Einschätzung der Versicherung abgewartet werden. Dem Intendanten Dr. Daniel Morgenroth sicherte Urso die Unterstützung der Stadt zu, vor allem durch mögliche alternative Spielorte. Ein 86-jähriger Mitsubishi-Fahrer befuhr am Samstagvormittag in der Ortslage Rothenburg die Horker Straße in Fahrtrichtung Nieski, als eine 66-jährige Fußgängerin in Höhe des dortigen Nettomarktes plötzlich und unvermittelt die Fahrbahn überqueren wollte. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die Fußgängerin zunächst auf die Motorhaube bzw. die Windschutzscheibe des Pkw prallte, in der Folge mit dem Kopf auf die Fahrbahn stürzte und sich dabei schwer verletzte. Sie wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in das Klinikum Görlitz verbracht. Am Fahrzeug entstand durch den Zusammenstoß ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro. Am Freitagabend schlugen unbekannte Täter eine Seitenscheibe eines abgestellten Pkw Seat ein und entwendeten den Rucksack mit persönlichen Gegenständen des Geschädigten im Wert von ca. 900 Euro. Der entstandene Sachschaden wird mit ca. 300 Euro beziffert. Das sächsische Sozialministerium startet nun seine Pläne für die Förderung der Digitalisierung im öffentlichen Gesundheitsdienst ÖGD. Dabei sollen die internen Prozesse vereinfacht und der digitale Austausch zwischen den verschiedenen Gesundheitsämtern gefördert werden. Wie Gesundheitsministerin Petra Köpping mitteilte, waren vorhandene Defizite in diesem Bereich während der Coronavirus-Pandemie deutlich zu spüren gewesen. Daher startet Sachsen nun als erstes Bundesland einen ersten Schritt nach vorn, um die Weichen für einen zukunftsfähigen ÖGD zu stellen. Das Sozialministerium reichte einen Projektantrag beim Bund ein mit sofortiger positiver Rückmeldung. Für das Projekt wurden nun rund 16,8 Millionen Euro für die nächsten 2 Jahre zur Verfügung gestellt.
Moin, hier ist Andi, Sänger von Nordstern. Und auch in diesem Jahr gehen wir ein letztes Mal auf Kaperfahrt, auf den Spuren St. Janus. Am 26. November ab 20 Uhr freuen wir uns, euch an Bord im Gasthaus Schönau zu begrüßen. Alle Infos und Tickets dazu bekommt ihr auf nordstern-band.de. Das Konzert wird übrigens präsentiert von Lausitzwelle. Na dann, horre! Ein Zeichen in Gedenken an die jüdischen Opfer des Naziregimes Setzte in der vergangenen Woche die Stadt Görlitz. Denn der dortige Stadtrat hatte sich bereits im September 2020 für die Wiedererrichtung des Davidsterns auf dem Kulturforum Görlitzer Synagoge ausgesprochen. Letzte Woche war es dann soweit. Die Stadt Görlitz würdigte mit einer Veranstaltung die Wiedererrichtung des Davidsterns auf dem Kulturforum Görlitzer Synagoge und dankte den Spenderinnen und Spendern, die dies ermöglicht hatten. Redner waren unter anderem der Ministerpräsident des Freistaates Sachsen, Michael Kretschmer, und der Görlitzer Oberbürgermeister Octavian Urso. Die Aufsetzung des Davidsterns war eine Herzensangelegenheit für unsere Stadt. Wir verneigen uns damit nicht nur vor den jüdischen Opfern des Naziregimes, sondern bekennen uns als Stadtgesellschaft auch zu unserer jüdischen Geschichte und zu jüdischem Leben in der Europastadt Görlitz, so Urso. Der Görlitzer Stadtrat hatte sich in seiner Sitzung vom 24. September 2020 für die Wiedererrichtung des Davidsterns ausgesprochen und einer entsprechenden Vorlage der Verwaltung einstimmig zugestimmt. Durch 25 Spenden kamen rund 81.000 Euro zusammen, die die Wiedererrichtung des Davidsterns möglich gemacht haben. Harald W. ist Eigentümer eines Dreifamilienwohnhauses, das er komplett vermietet hat. Einer der Mieter zahlt seit Monaten weder Miete noch Betriebskosten. Auch Gesprächen geht er aus dem Weg, sodass Herr W. weder erfährt, woran das Verhalten seines Mieters liegt, noch Unterstützung bei der Überwindung von Schwierigkeiten anbieten kann. Dabei muss er seinerseits die Kosten für Ver- und Entsorgung des Grundstückes weiter bezahlen. Wie kann er vermeiden, dass die Verluste immer größer werden? Naja, wenn der Mieter nicht gesprächsbereit ist, wenn er sich da nicht darauf einlässt, auf die Bemühungen, die der Vermieter da gegebenenfalls unternommen hat, dann bleibt eigentlich nur die fristlose Kündigung des Mietverhältnisses, denn die beendet das Mietverhältnis sofort ohne Einhaltung einer Frist und begründet dann, wenn das Mietverhältnis nicht mehr besteht, einen Räumungs- und Herausgabeanspruch. Bis wann muss der Mieter die Wohnung dann räumen? Er muss sofort räumen, eigentlich, also ja, fristlos heißt ohne Einhaltung einer Frist. Wenn das Mietverhältnis nicht mehr besteht, hat er keinen Anspruch mehr auf die Nutzung der Wohnung. Er muss sofort räumen. Natürlich muss man, das kann ja zaubern, kann niemand, man muss ihm schon eine angemessene Räumungsfrist dann vielleicht noch einräumen von vielleicht 7 bis 10 Tagen. Und was ist, wenn er nicht räumt? Dann bleibt nur die Räumungsklage beim Amtsgericht, das ist dafür zuständig. Man kann eine solche Räumungsklage dann auch mit dem Zahlungsanspruch verbinden, also das, den Rückstand mit einklagen, den der Mieter da offen gelassen hat. Und wegen der Forderung bis zur Räumung kann man auch eine Klage für die zukünftigen Forderungen mit einreichen. Das kann aber dann dauern, oder? Das Amtsgericht, zumindest das in Hoyerswerda, da können wir es definitiv sagen, bemüht sich dann bei solchen Räumungsklagen innerhalb von 2 Monaten einen Termin zur mündlichen Verhandlung zu bestimmen. Und es hängt dann natürlich auch ein bisschen vom Prozessverhalten des Mieters ab, wie lange das denn dauert. Erscheint der gar nicht erst zum Gerichtstermin, gibt es ein Versäumnisurteil, geht es schnell. Wenn er beantragt, Fristverlängerung zu gewähren, Terminverlegung aus begründetem Anlass natürlich, dann kann es auch länger dauern, und wenn er die Ansprüche bestreitet und da vielleicht noch eine Beweiserhebung notwendig ist, dann kann es mal ganz lange dauern. Grundsätzlich wissen aber die Amtsgerichte, dass hier ja, ein bisschen Eile geboten ist und versuchen solche Verfahren schon durchaus zu beschleunigen. Kann denn Herr W. den Mieter nicht selbst vor die Tür setzen? Das wäre sogenannte verbotene Eigenmacht. Wir haben also einen grundgesetzlichen Schutz der Wohnung. Also grundsätzlich ist der Wohnraum eines Menschen von der Verfassung geschützt. Deswegen ist also auch der Räumungsanspruch relativ schwierig durchzusetzen und manchmal eben mit ein bisschen Zeitaufwand verbunden. Wir brauchen hier ein ordentliches Verfahren, wenn der Mieter nicht mitwirkungsbereit ist. Wenn er mitwirkt, geht es natürlich schneller. Schlösserwechsel oder Ähnliches kommt also hier nicht in Betracht. Es ist alles verbotene Eigenmacht. Dagegen könnte dann der
Mieter eigentlich wieder vorgehen, sogar im Wege der einstweiligen Verfügung. Für den Vermieter kommt eine einstweilige Verfügung auf Durchsetzung des Räumungs- und Herausgabeanspruchs allerdings nicht in Betracht, weil das würde die Hauptsache vorwegnehmen und das ist nicht zulässig. Na, bis dahin kann der Mieter dann ja auch weiter Wasser und Wärme verbrauchen und noch weitere Betriebskosten verursachen. Unter Umständen kann der Vermieter schon die Versorgung einstellen. Wenn das Mietverhältnis durch die Kündigung wirklich eindeutig beendet ist, dann besteht ja keine Versorgungspflicht mehr. Ja, wenn ich gar nicht verpflichtet bin, dem Mieter die Wohnung zu überlassen, dann muss ich die Wohnung logischerweise auch nicht versorgen. Der Bundesgerichtshof hat im Mai 2019 entschieden und hat da seine Änderung gemacht. Hat da seine bisherige Rechtsprechung auch geändert, dass in solchen eindeutigen Fällen die Versorgung durchaus eingestellt werden darf. Das Ganze darf aber nicht rechtsmissbräuchlich sein. Es muss eine Einzelfallprüfung wiederum erfolgen und auch die sollte man nur mit dem Mietrechtsspezialisten, mit dem erfahrenen Juristen besprechen und gucken, ob da tatsächlich die Möglichkeit besteht, die Versorgung einzustellen und das vielleicht dann auch zu nutzen, um die Sache etwas zu beschleunigen. Und wenn der Mieter überhaupt nicht mitmachen will, kann er denn auch was gegen die Kündigung unternehmen? Der hat nach dem Gesetz die Möglichkeit, innerhalb von 2 Monaten nach Zustellung der Räumungsklage, also wenn ich die Räumungsklage beim Gericht einreiche, wird die Räumungsklage durch das Gericht an den Beklagten zugestellt. Und innerhalb von 2 Monaten nach dieser Zustellung kann der Mieter den gesamten Rückstand bezahlen und die Kündigung dann damit unwirksam machen. Er bleibt aber verpflichtet, die gesamten Verfahrenskosten, die bis dahin angefallen sind, natürlich zu tragen. Er hat es ja verursacht. Und wenn er nicht zahlt und trotz Urteil des Gerichtes auch nicht auszieht, was dann? Dann kann der Vermieter den Gerichtsvollzieher beauftragen, der die Wohnung dann räumt und die geräumte Wohnung an den Vermieter zurückgibt. Der setzt das dann durch. Frage und Antwort. Wie oft muss der Vermieter einen Mieter mahnen, bevor er einen Rechtsanwalt beauftragen kann? Ja, der Vermieter kann natürlich sofort einen Anwalt beauftragen. Allerdings bekommt er nicht in jedem Fall dann die Kosten erstattet. Wenn er auch die Kosten für die Beauftragung seines Anwaltes vom säumigen Mieter erstattet haben will, dann müssen diese Kosten notwendigerweise angefallen sein. Der Mieter kommt zwar mit Überschreitung des Zahlungstermins in Verzug, aber erst wenn der Vermieter ihn wenigstens einmal gemahnt hat, dann ist die Hinzuziehung des Anwaltes notwendig und dann hat der Mieter auch die Kosten zu erstatten. Das war unsere Regionalzeit am Donnerstag. In genau einer Woche sehen wir uns dann bei der nächsten Ausgabe der Regionalzeit aus dem Südosten von Sachsen wieder. Bis dahin haben Sie noch eine tolle restliche Woche und morgen einen schönen Freitag. Auf Wiedersehen. Immer gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg.